Was sind Corona-Bonds? Corona-Bonds, da stecken zwei Wörter drin. Zum einen eine Zweckorientierung zur Bewältigung der Corona-Krise, zum anderen Bonds, spricht für festverzinsliche Wertpapiere oder eben Gemeinschaftsanleihen am Finanzmarkt. Man kann sich das Ganze auch übersetzen als Gemeinschaftsanleihen. Und um welche Gemeinschaft geht es? Es geht um die Gemeinschaft der 19 Eurozonenstaaten. Wir wissen ja, 27 EU-Staaten gibt es, aber davon sind nur 19 in der Eurozone. Und um diese Gemeinschaft in der Eurozone geht es. Da soll eine gemeinsame Verschuldung möglich sein über Corona-Bonds und eine gemeinsame Haftung für diese Schulden. Das ist der Vorschlag der Corona-Bonds. Die gibt es noch nicht, die werden jetzt vorgeschlagen und wir gucken uns an, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Corona-Bonds sind mit drei wesentlichen Vorteilen verbunden. Der wichtige Vorteil sind die Kosten. Wenn 19 Eurozonenstaaten am Finanzmarkt Schulden aufnehmen, dann sind niedrigere Zinskosten zu erwarten, als wenn beispielsweise Italien alleine Kredite aufnehmen würde. Das ist offensichtlich. Aber es ist eben auch ein zusätzliches Argument, dass ein größeres Kreditvolumen aufgenommen werden könnte, weil schlicht und ergreifend eine größere Gruppe hinter der Kreditaufnahme steht. Und, das hören wir in Deutschland nicht so gerne, aber es spielt eine große Rolle, die Psychologie. Es geht hier auch um ein Zeichen, um ein klares, auch der einfachen Bevölkerung nachzuvollziehendes Zeichen, also einfach im Sinne von weniger ökonomisch vorgebildet, also um auch einer breiten Masse in Ländern wie Italien und Spanien verständliches Zeichen zu setzen. Wir machen was für euch. Es geht um europäische Solidarität. Also ein weiches Argument, während die ersten beiden Argumente eher harte ökonomische Argumente sind. Mit Corona-Bonds sind aber auch Nachteile verbunden, die in der deutschen wirtschaftspolitischen Diskussion im Moment auch überwiegen. Was klar ist, so ein Instrument, ein neues Instrument mit einer neuen Institution im Hintergrund, ist nicht schnell verfügbar. Das wissen wir aus der Wirtschafts- und Finanzkrise. Minimum wären 6 Monate, bis ein solches Instrument verfügbar ist, zumindest nach Schätzungen der entsprechenden Experten. Die Sorge, die sich hier mit verbindet, ist, dass dauerhaft Corona-Bonds herausgegeben werden, also über die Corona-Krise hinaus, und dass sich dieses dann auch nicht kontrollieren lässt und damit ein Einstieg in eine neue Finanzarchitektur gegeben wäre. Wir haben nach der Wirtschafts- und Finanzkrise die Diskussion um die Euro-Bonds gehabt, die damit verbunden sind, dauerhaft eine europäische Solidarität für die Schwächeren in der Eurozone auch hier umzusetzen durch Euro-Bonds. Corona-Bonds sind nicht Euro-Bonds, aber Euro-Bonds-Diskussion schwingt natürlich hier im Hintergrund mit. Wer hier richtig tief einsteigen will, dem empfehle ich die Seite makronom.de mit einem Beitrag von Tom Krebs vom 5.4.2020. Hier können Sie richtig tief tauchen.